Habt ihr euch eigentlich gefragt, was aus die Siedler Königreiche von Antaria geworden ist? Über ein Jahr ist es her, seit wir das letzte Mal etwas vom Siedler Sprössling gehört haben. Nach einem Besuch bei Ubisoft sind wir endlich schlauer. Das umstrittene Aufbaustrategiespiel wurde nämlich eingestellt. Trotzdem lebt das Projekt weiter, und zwar unter dem neuen Namen Champions of Antaria. Blue Byte und Ubisoft entschieden sich, das ursprünglich gedachte Spielkonzept fortzuführen und dabei komplett auf Altlasten wie Online-Pflicht und Mikrotransaktionen zu verzichten. Wir haben bereits reingespielt. In Antaria herrscht Krieg. Drei Fraktionen konkurrieren um das Fantasy-Königreich. Um dem Land den lang ersehnten Frieden zu bringen, müssen wir uns bis zu den Hochburgen der jeweiligen Anführer kämpfen und diese in einem Duell besiegen. Bis dahin ist es ein langer Weg, denn bevor wir bei den Feldherren anklopfen können, müssen wir erst das umliegende Feindgebiet erobern. Antaria ist grob in über 20 Territorien unterteilt. Der Kartenbildschirm zeigt neben unserem Herrschaftsgebiet an, welche neutral sind und welche sich in der Hand unserer Feinde befinden. Jedes Territorium steht dabei für eine Mission, die wir erfolgreich meistern müssen, bevor uns die Kontrolle über den Landstrich zufällt. Die anderen Fraktionen sehen unserem Treiben aber nicht tatenlos zu, sondern versuchen, ihren Machtanspruch auszuweiten und greifen unsere Gebiete regelmäßig an. Pro Spieltag und damit Runde können wir in Champions of Antaria einmal angreifen, danach ist der Gegner am Zug. Unseren Feldzug gegen das Böse koordinieren wir von unserer Siedlung aus. In einem vom Kartenbildschirm losgelösten Areal bauen wir unser Dorf aus, indem wir ähnlich wie in der Siedlerreihe erst einmal Wohnhütten für unsere Bürger errichten. Voraussetzung dafür sind neben Gold noch 5 Rohstoffe, darunter Eisenerz und Wasser. Besagte Ressourcen erbeuten wir etwa in Missionen von Gegnern, stellen wir mit entsprechenden Produktionsbetrieben aber auch selbst her. Neben diesen Ressourcen existiert mit Ruhm noch eine weitere Währung. Pro Spieltag erhalten wir einen festgelegten Wert, der sich nach der Anzahl der Territorien unter unserer Kontrolle richtet. In einer Art Talentbaum schalten wir mit Ruhm unter anderem neue Gebäude wie die Schmiede und Apotheke frei. Solche Bauwerke erfüllen einen speziellen Zweck. Während wir uns beim Schmied im Tausch gegen Crafting-Rezepte Rohstoffe und etwas Gold mit Waffen und Rüstung eindecken, gibt's in der Apotheke wertvolle Tränke, die zum Beispiel die Lebenskraft regenerieren oder die Verteidigung erhöhen. Haben wir im Talentbaum ausreichend Ruhm investiert, steigen wir übrigens im Fraktionslevel auf. Dadurch erhalten wir nicht nur Zugang zu weiteren Spezialbauten, auch unsere Champions gewinnen an Macht dazu. Nach jedem Stufenaufstieg dürfen wir in der Burg bei den Helden individuell zwischen 2 Skills wählen. Auch welchen Helden wir überhaupt ins Abenteuer mitnehmen, liegt in unserer Hand. Von 5 verfügbaren Haudegen müssen wir uns für 3 entscheiden. Deren freigeschaltete Skills konfigurieren wir nach Wunsch vor Missionsbeginn. Die Wahl der Helden sollte gut überlegt sein. Ritter Varkus sucht mit Schild und Schwert den Nahkampf, während zum Beispiel die zierliche Bogenschützin Nusalla und der in Feuerzaubern versierte Balthasar eher aus der Distanz agieren. Jeder Champion ist dabei einem der 5 Elemente Feuer, Wasser, Blitz, Natur und Metall zugeordnet. Nach dem einfachen Steinschere-Papier-Prinzip sind Helden im Kampf gegen Feinde anderer Elemente stärker bzw. schwächer. Wasserwesen sehen gegen die Blitzmagie von Anselm etwa kein Land, während Goblins mit entsprechenden Zaubern sogar heilen können. In den Missionen spielt sich Champions of Antaria, von einer Besonderheit abgesehen, genau wie Warcraft 3. Wir kommandieren unser Heldentrio zunächst in Echtzeit über das Schlachtfeld. Die Einsatzziele variieren je nachdem, ob wir gerade ein fremdes Territorium angreifen oder unser eigenes Gebiet verteidigen. Karawanen eskortieren, Spione hinter feindlichen Linien retten, beim Aufbau von Wachtürmen helfen und dabei Gegnerwellen zurückschlagen. Im Hinblick auf Aufgabenverteilung bietet Champions of Antaria genreübliche Standardkost. Interessanter wird es schon beim Feindkontakt. Sobald wir in Sichtweite von Gegnern gelangen, friert das Spiel augenblicklich ein. Während der automatischen Pausen sehen wir mit Mouseover die Elementarkraft und die maximalen Lebenspunkte des anvisierten Gegnertyps ein. Außerdem haben wir die Möglichkeit, jedem Champion individuell Befehle zu erteilen, die sie in einer von uns festgelegten Reihenfolge nach Ende der Pause abarbeiten. I'll run like the wind.
Rücken lämmt. Emma bis. Bei den von uns gespielten Missionen auf dem normalen Schwierigkeitsgrad waren derlei taktische Pausen aber gar nicht erst notwendig. Meist gaben wir die Kommandos wie in anderen Strategiespielen üblich einfach in Echtzeit. Unser Eingreifen war allenfalls im Falle eines drohenden Heldentodes erforderlich. Doch auch hier kam selten Anspannung auf, da das Spiel in solchen Situationen automatisch pausiert und das Einnehmen von Heiltränken verlorene Lebenspunkte sofort wieder auffrischt. Der laxe Schwierigkeitsgrad fällt insbesondere bei den eigentlich cool inszenierten Bosskämpfen auf. Die Konfrontation mit dem Bösewicht Fendrell verläuft etwa in drei unterschiedlichen Phasen, in deren Verlauf der Ritter neue Attacken lernt und von Mitstreitern geheilt wird. Mit zig Heiltränken im Gepäck hatten wir im Duell aber nicht in einer Sekunde Probleme. Oh, ha, ha, you got lucky this time, but I still have some tricks left. Noch aber ist die Spielbalance nicht final und auf höheren Schwierigkeitsgraden könnte Champions of Antaria in Kombination mit dem Ironman-Modus durchaus für Nervenkitzel sorgen. Unsere Zwischenbilanz nach knapp 2 Stunden mit Champions of Antaria fällt noch etwas durchwachsen aus. Zunächst einmal ein Lob an Blue Byte und Ubisoft dafür, dass sie auf das Feedback der Community reagiert haben. Die Siedler Königreiche von Antaria mag ja seinerzeit ein solides Strategiespiel gewesen sein, entfernte sich aufgrund kontroverser Action-RPG-Anleihen aber enorm von den Wurzeln der Aufbaureihe. Unter einem neuen Namen lässt sich die Idee eines Strategiespiels mit Fokus auf Helden und pausierbaren Kämpfen nun mal verwirklichen, ohne eingefleischte Siedler-Fans vor den Kopf zu stoßen. Um den Kaufpreis von 40 Euro zu rechtfertigen, bedarf es aber noch an Überzeugungsarbeit. Wenn schon der Siedlungspart dünn ausfällt, müssen die Abenteuer glänzen. Doch die von uns gespielten Missionen hielten sich noch mit spannenden Momenten und klasse Inszenierung zurück. Die Taktikpausen sind derweil aufgrund des laschen Schwierigkeitsgrads meist gar nicht nötig und wirken eben deshalb aufgesetzt. Um diese Baustellen sollte sich Ubisoft bis zum Release am 30. August unbedingt kümmern.